Herzlich willkommen zur Stimme des Gläubigen, zu einem neuen Video. Und heute möchten wir sprechen über falsche Lehrer. Denn wir wissen bereits, dass viele Leute kommen werden und sagen, oh, was kannst du so reden über Karl Hermann Kaufmann. Und Karl Hermann Kaufmann ist einer der größten Irrlehrer, der die neue deutsche Zeit hervorgebracht hat. Und wie können wir sowas wissen? Kommt zu 2. Petrus Kapitel 2. 2. Petrus Kapitel 2. 2. Petrus Kapitel 2. Die Bibel sagt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die neben einführen werden, Verderbungssekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und werden sich selbst eine schnelle Verdammnis bringen. So, das heißt, was wir hier haben, ist unseren bekannten Zahlenstrahl, Zeitstrahl. Und was wir haben, ist heute die Gemeinde Gottes, die Gemeinde von Jesus Christus. Und was wir auch haben, ist das sogenannte Volk Israel. Nun, interessanterweise sehen wir, dass das vor dem Kreuz und nach dem Kreuz ein kleiner Unterschied ist. Nun, hier in dieser Zeit haben wir hauptsächlich einen Mann, und er heißt Paulus. Und er lehrt die Gemeinde die Geheimnisse. Und in Apostelgeschichte Kapitel 15 wurde etwas etabliert, was anscheinend Karl Hermann Kaufmann noch nicht gehört hat oder was für ihn vollkommen neu ist. Und deswegen sagt Petrus damals schon, sie werden nebeneinführen verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Und sagst du, wie kann er den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat? Es ist gut, dass du fragst. Und so, wir gehen zu Galater Kapitel 3, Vers 1. Galater 3, Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorchet, welchem Christus Jesus vor die Augen gemalt war und jetzt unter euch gekreuzigt ist? Das will ich allein von euch lernen. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch den Predigt vom Glauben? Und die Frage, wo man sich stellen muss, ist, wie kann ein Mensch errettet werden? Wie wird jemand errettet? Und die Antwort ist, durch Glauben. Nun, so weit, so gut. Nun, dieser Mann glaubt auch, dass wenn man Jesus Christus aufnimmt, dann in ihn glaubt, dann wird man errettet. Hier ist, wo er den Herrn Jesus Christus verleugnet. Die Bibel sagt, seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr es angefangen, wollt es denn nun im Fleisch vollenden? Was in Apostelgeschichte 15, lass mich das mit dieser Farbe machen, in Apostelgeschichte etabliert wurde, ist, wie bleibt man errettet? Und die Antwort ist, durch Glauben. Alleine. Oder mit anderen Worten, man hat ewige Sicherheit. Man hat ewige Sicherheit. Und davon, von dieser Tatsache, zeugt Paulus, zeugt Johannes, zeugt Petrus und zeugt sogar Jesus Christus. Nur nicht unser guter Karl Hermann Kaufmann. Kommt zu Galater 2, Vers 16. Die Bibel sagt, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch die Gesetzeswerke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so glauben wir auch an Christus Jesus, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch das Gesetzeswerke, denn durch das Gesetzeswerke wird kein Fleisch gerecht. Sollten wir aber, die da suchen, durch Christus gerecht zu werden, auch noch selbst als Sünder erfunden werden, so wäre Christus ein Sündendiener, das sei ferne. Ein Mensch, der Jesus Christus aufnimmt, hat ewiges Leben und ist kein Sünder mehr. Die Sünde hat keinen Effekt auf ihn.
Vers 18 sagt, wenn ich aber das, so ich zerbrochen habe, wiederum baue, so mache ich mich selbst zu einem Übertreten. Sieh, was dieser Mann will machen ist, Moment, aber wenn ich die Sünde gegen den Geist Gottes mache, wenn ich wieder abfalle, dann bin ich verloren. Hier ist das Problem. Wie wurde es so errettet? Durch den Glauben allein an Jesus Christus. Hier kommen wir zu Kolosser Kapitel 2, Vers 11. Vielleicht müssen gewisse Menschen wieder lernen zu lesen und das zu lesen, was Paulus sagte. Die Bibel sagt, in welchem ihr auch beschnitten seid, mit der Beschneidung ohne Hände, durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisches, nämlich mit der Beschneidung Christi. Wenn ein Mensch sündigt, dann sündigt er an seinem Leib. Was sündigt heute? Und das ist das Interessante. Man hat den Leib wurde losgetrennt von der Seele. So. Und dadurch hat die Sünde keinen Effekt. Kann ein neugeborener geborener Christ sündigen? Natürlich. Verliert er deswegen sein Heil? Nein, weil seine Seele mit seinem Geist zusammengemacht ist und das Fleisch wurde abgeschnitten. So, Sünde hat keinen Effekt. Und was bedeutet das, dass Sünde keinen Effekt hat? Ganz einfach. Die Bibel sagt in Vers 12, und indem, dass ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, es ist die Geistestaufe, in welchem ihr auch seid auferstanden durch den Glauben, den Gott wirket, welchen ihn auferweckt hat von den Toten, und hat euch mit ihm lebendig gemacht, der tot waren in Sünden und der Vater des Fleisches, und hat uns geschenkt alle Sünden und ausgetilgt die Handschrift, so wider uns war, welche durch Satan Zungen entstunden uns entgegen war und hat sie als dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet. Jesus Christus hat die Sünde ans Kreuz geheftet. Das ist, wo er sie hingemacht hat, die Sünde. Und nirgends anders. Und vielleicht hat er das noch nicht gelesen und vielleicht ist es das Problem, dass er gerade derjenige ist, der vielleicht das nicht verstanden hat. Nun, eines muss man verstehen. Die Bibel sagt, denn aus Gnaden seid ihr selig geworden. Durch den Glauben. Und das eben nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Was ist Gottes Gabe? Der Glaube. Wenn du einmal akzeptiert hast, du bist ein Sünder. Wenn du einmal akzeptiert hast, du brauchst Jesus Christus. Dann gibt dir Jesus Christus seinen Glauben, seine Gerechtigkeit. Und dadurch hast du ewiges Leben. Und das ist gerade das, was wir sehen in Römer Kapitel 8. So, es tut mir leid, aber lehrmäßig stimmt Karl Hermann Kaufmann und Paulus nicht überein. Die Bibel sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Und in 1. Johannes 5 sagt die Bibel, ganz unmissverständlich, und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben hat gegeben, und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glauben im Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Paulus sagt und Johannes, man kann es wissen, weil wir sind ins Reich Gottes reingegangen. Und so der Grund, warum wir ewiges Leben haben, ist, weil der Leib wurde losgetrennt, die Sünde wurde ans Kreuz genagelt, wir sind mit Christus auferstanden, Jesus Christus hat uns seine Gerechtigkeit gegeben und durch Glauben allein bekommen wir das. Und das wurde etabliert schon in Apostelgeschichte 15. Nun, ich möchte jedem da draußen sagen, dass es gibt Menschen, die bringen, die tun die Kraft von Jesus Christus verleugnen. Das sagte bereits Petrus. Es geht nicht um seinen Charakter, wir können das nicht beurteilen, aber das ist eine Irrlehre und das muss benannt werden, weil viel zu viele Menschen dadurch verführt werden. Die Bibel glaubt und die Bibel lehrt ewige Sicherheit. Wenn du Fragen hast, komm auf uns zu, predigerstimme@gläubigen.de. Wenn du möchtest, gerne mehr Videos erhalten und du möchtest uns helfen,
komm auf uns zu, predigt@stimmendesgläubigen.de. Wir freuen uns auf dich und wir wünschen dir eine gute Woche.